Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesminister, sehr geehrte Damen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Besuchergalerie und zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld hat ja hauptsächlich die Funktion, Eltern, die über ein höheres Einkommen verfügen, sich für eine kurze Zeit aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Sie wollen sie zurückziehen, um auch die Möglichkeit zu geben, in dieser Zeit einen Einkommensersatz zu erhalten. Und die Zuverdienstgrenze beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und der Beihilfe soll weiterhin eine geringfügige Beschäftigung während der Anspruchszeitraumes ermöglichen. Und die Erhöhung der Zuverdienstgrenze von 7.600 Euro auf 7.800 Euro pro Kalenderjahr ist richtig, weil ja auch die Zuverdienstgrenze beim Kinderbetreuungsgeldkonto, das ist diese pauschale Variante, die wurde ja auch von 16.200 auf 18.000 angehoben. Und daher ist diese Änderung und Anpassung für uns ein ganz logischer Vorgang, um das Kinderbetreuungsgeld beziehen zu können, beziehungsweise eventuell dann später Rückzahlungen zu vermeiden. Eine Anpassung an die aktuelle Teuerung und der derzeitigen Wirtschaftslage ist notwendig, um Familien ein entsprechendes Auskommen zu gewährleisten. Wir bewerten diese Anhebung der Zuverdienstgrenze deshalb auch positiv. Also wird der Antrag von Seite der FPÖ zugestimmt. Aber allgemein, Frau Bundesminister, zum Kinderbetreuungsgeld, dieses gehört überarbeitet. Das ist ein Wirrwarr. Ich bekomme viele Anrufe, mich erreichen viele E-Mails, die sind zu unzufrieden. Es ist ein Durcheinander, es ist so breit gefächert, viele blicken überhaupt nicht durch. Die wissen nicht, für welche Variante sie sich entscheiden sollen oder welche das für die Familie, für sich selbst vernünftig ist. Aber es wird sich in dieser Richtung nichts ändern, Frau Bundesministerin. Ich habe im letzten Ausschuss mit Ihnen gesprochen. Sie meinen, es ist vernünftig. Die Eltern, die Familien sind zufrieden. Wir sind nicht der Meinung, weil wir haben das Ohr beim Bürger und der Bürger berichtet uns und ich glaube dem Bürger alles und sehr viel. Und genau da sind wir, das ist wieder ein Nachteil für unsere Familien, für unsere Mütter, für unsere Väter, weil sich wieder nichts ändert und es wird nicht verbessert, es wird nicht vereinfacht und es ist schade für unsere Familien. Vielen Dank.